ich hatte heute manchmal so Momente, wo ich irgendwie ein wenig traurig war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hängt das auch mit dem fehlenden Essen zusammen. Das habe ich auch schon von manchen gehört beim Fasten, dass die irgendwie so emotional werden. Okay, krass. Und in den Momenten hätte ich manchmal gern mein Handy zur Hand genommen, um mal eine Nachricht zu lesen. Wahrscheinlich habe ich Haufen Nachrichten, wenn ich mein Handy wieder anmache. Oder ich hätte gern mal auf die Uhr geguckt. Seven vs. Wild, Selbstversuche 7 Tage ohne Essen mit nur 7 Ausrüstungsgegenständen. Enno hat das Game schon durchgespielt. Ich hatte immer schon mal die Befürchtung, könnte ich schon fast sagen, dass irgendwer das vorher einfach schon komplett macht und hochlädt. Aber ganz ehrlich, jeder wie er Bock hat. Ist doch geil. Er hat es einfach ausprobiert. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er klargekommen ist. Eine wichtige Sache noch vorab, bevor wir das angucken. Enno kannte die Regeln ja gar nicht. Also wir haben ja ein komplettes Regelwerk dafür, auch zum Thema Ausrüstung und so weiter. Das habe ich ja noch gar nicht veröffentlicht. Das kommt erst im allerersten Video. Das heißt, es kann gut sein, dass Enno hier ein paar Sachen macht oder nutzt oder wie auch immer, die gar nicht erlaubt sind oder die gegen die Regeln verstoßen. Das werde ich dann einfach kurz ansprechen, damit ihr Bescheid wisst. Soll kein Hate sein, soll keine Kritik gegen Enno sein, weil er wusste es ja nicht anders. Aber nur, damit ihr halt Bescheid wisst. Ich bin wirklich hyped. Ich bin gespannt, was er hier 7 Tage lang erlebt hat, was er mitgenommen hat. Geil, wir gehen rein. Achso, wichtig, schaut unbedingt den Kanal an, ne? Ist hier bei mir auch schon abonniert. Lost Place Kram gemacht, hat auch geile Filme gemacht. Ist 165 Tage, 3442 Kilometer durch Deutschland komplett zu Fuß gewandert. Kranker Typ, schaut da gerne mal rein. Filmemacher. Oh. Ich habe Angst, dass das jetzt geiler wird als Seven vs. Wild an sich. Wenn ich schon sehe, wie das losgeht mit dieser Aufnahme und der Musik. Max und Johannes, guckt euch schon mal an. Wir wollen einen richtig geilen Schnitt und fette Mucke haben. Okay. Wir lesen erstmal kurz. Vor ein paar Wochen hat Fritz Meinecke sein neuestes Projekt Seven vs. Wild vorgestellt. Die Grundidee dieses Films stammt also nicht von mir. Im August werden 7 Teilnehmer für 7 Tage in Schweden an verschiedenen Stellen an einem See ausgesetzt. Mitnehmen dürfen sie, abgesehen von ihrer Kleidung, Kameraequipment und einem Notfallset inklusive versiegeltem Smartphone, nur 7 Ausrüstungsgegenstände, die sie aus einer vorgegebenen Liste frei wählen können. Die 7 Personen werden in diesen 7 Tagen keinen Kontakt zu den jeweiligen anderen Teilnehmern und zur Außenwelt haben. Alter, perfekt geschrieben. Sollte einer der Teilnehmer vor Ende der 7 Tage sein Smartphone benutzen, das Sanitäter oder Rettungsteam beanspruchen oder abbrechen, hat er sicher viel an Erfahrung gewonnen, die Challenge allerdings verloren. Alter, er schreibt's einfach perfekt. Mich hat die Idee von Fritz Meinecke inspiriert, mein eigenes kleines, vor allem kleines, ne, Autoabenteuer zu erleben. Ich werde meine 7 Tage nicht in Schweden verbringen, habe aber dennoch einen abgelegenen Ort gefunden, der ca. 5 Kilometer zu Fuß vom nächstgelegenen Dorf entfernt liegt. Mega geil. Auf dem YouTube-Kanal Fritz Meinecke Live findet ihr alle detaillierten Infos über Seven vs. Wild. Okay. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Lehnt euch zurück und genießt diesen Film, Freunde. Es ist ein Film. So, okay, jetzt geht's los. Auf episch, Freunde! Ach, geil. Kleines Intro. Okay, erstmal zum Thema Ausrüstung. Wie im Regelwerk von Seven vs. Wild erlaubt, werde ich folgende Kleidungsstücke dabei haben. Ich werde euch auch die genaue Bezeichnung, das Gewicht und den Preis einblenden für diejenigen, die das interessiert. Also, angefangen bei ein paar Socken aus Merino, einer Shorts ebenfalls aus Merino und einem T-Shirt aus Merino-Wolle, dann eine wärmende Schicht, ein Polartec-Hoodie, eine Outdoor-Hose mit mehreren Taschen und so Reißverschlüssen an der Seite, ein paar Handschuhe und ein paar Outdoor-Schuhe. Meine Kopfbedeckung wird ebenfalls dabei sein. Ja. Und wie auch die Teilnehmer von Seven vs. Wild, werde ich dieses handelsübliche Notfallkit mitnehmen. Genau, was mir gerade einfällt, Gürtel ist natürlich noch mit dabei, den man mitnehmen kann. Und ein, ich sag mal, ein Schlauchschal oder ein Buff oder irgendwie sowas. In diese wasserdichte Packsacktasche kommt
zu Beginn meiner kleinen Reise auch mein Smartphone mit rein und bleibt dann hoffentlich für 7 Tage da drin. Es sei denn, es sollte irgendwas passieren und ich muss jemanden anrufen. Aber davon gehe ich nicht aus. Geil. Für die folgenden 7 frei wählbaren Gegenstände habe ich mich entschieden. Oh, yes. Dinge wie Isomatte, Zelt, 1 Kilo Müsli oder auch ein zusätzliches Smartphone sind natürlich verboten bei der Auswahl. Ja. Meine erste Wahl fiel auf jeden Fall auf den Schlafsack. Ich denke einfach, dass warmer und gut... Jedi Passion 5, 730 Gramm. Okay, also bei 730 Gramm und 550 Euro gehe ich stark davon aus, dass es ein Down-Schlafsack ist. Schlaf in diesen 7 Tagen muss essentiell und wichtig sein werden. Ich mach mal hier so, ne? Als zweites war mir ein Messer sehr wichtig. Mhm. Da habe ich lange abgewägt zwischen verschiedenen Multitools, wie unter anderem meinem... Geiles Messer, was der da hat, ne? In komplett schwarz. Victorinox Ranger, meinem Victorinox Outrider, einem Letterman, hatte ich tatsächlich auch kurz in der Wahl. Bin dann umgeschwenkt auf mein Wolfgangs Angulo, welches ich sehr mag, weil es auch sehr gut in der Hand liegt. Habe mich aber schlussendlich für das Brothers of Bushcraft Fieldcraft entschieden. Das ist einfach ein richtig robustes Arbeits... Hier sieht man es nochmal ganz gut gerade. Okay, also ich denke mal, durchgehende Klinge, stabiles, fettes Bushcraft-Messer und sieht für mich erstmal so aus, als wäre es so ein Stück unter 12 cm. Also das klassische Ding, was man so hier, mit dem ich verschiedenes Material auf unterschiedlichste Dinge gut und brachial bearbeiten kann. Genau, das war meine zweite Wahl. Da kommen wir auch gleich zu meinem dritten Gegenstand. Okay, die anderen hat er jetzt quasi nur mal ein bisschen gezeigt, was er für Gedanken sich gemacht hat. Finde ich schon mal cool, dass man das noch so ein bisschen nachvollziehen kann. Okay, Schlafsack und dieses Bushcraft-Messer. Mhm. Denn an dieser Hülle ist auch ein Feuerstahl mit dran. Und der Feuerstahl ist meine dritte Wahl als Gegenstand. Ja. Da ich denke, dass es wichtig sein wird, Feuer zu machen, um sich entweder Nahrung zuzubereiten oder Wasser abzukochen. Mhm. Und mit einem Feuerstahl kann ich auch Feuer entfachen, wenn alles nass ist. Okay, ist gut bisher. So, dann... Ich würde ja am liebsten schon spoilern, was ich habe und ob das auch so hinpasst, aber da müsste... kann ich noch nicht. Da ist es noch zu früh. Das Video ist schon gedreht und es wird auch kommen zu meinen Gegenständen und dem Ganzen, aber... Ja. Habe ich mich für ein 3x3 Meter Tarp entschieden. Okay. Ich denke einfach, wenn... Tarp mit 450 Gramm in der Größe, ich wollte gerade sagen, ultralight. Ich kenne es nicht, das Bushman ultralight, aber das sieht nur von den Facts, von der Größe von Gramm, nach einem wirklich richtig krassen ultralight-Tarp aus. Wenn man 7 Tage sehr, in der sehr Natur ist und es regnet dauerhaft, wird es sehr schwer werden, sich... Gute Frage. Was ist mit dem Regenschutz? Er hat gar keine Regenjacke aufgezählt gehabt, ne? Ein Shelter zu bauen... Und mit Naturmaterialien abzudecken, was dann wirklich bei Dauerregen dicht ist. Und die Ausrüstung muss einfach trocken bleiben. Mhm. Als 5. Gegenstand habe ich einen Titantopf mit Titandeckel gewählt. Mhm. Das hat 2 Liter Fassungsvermögen. Titan deswegen, weil ich sehr geräuschempfindlich bin und es nicht ertrage, wenn ein Stahltopf auf einem Stahldeckel oder mit einem Stahldeckel kollidiert und ich kann diese Geräuschkulisse von Stahl auf Stahl einfach nicht ertragen. Das ist ja auch geil, Alter. Okay, weil Titan nimmt man ja normalerweise, wenn es halt leicht sein soll, ne? Deswegen habe ich mich für Titan entschieden. Krass. Das ist ohnehin mein Lieblingstopf. Normalerweise bin ich der Meinung, würden diese 5 Gegenstände eigentlich ausreichen. Aber es heißt ja Seven vs. Wild und ich muss niemandem beweisen, dass ich das auch mit 5 Gegenständen hinbekomme. Deswegen habe ich mir den Luxus gegönnt und mir 2 weitere Luxusgegenstände ausgewählt. Ganz spannend, was er gerade gesagt hat zum Thema, dass ihm das reichen würde. Genau, also wir haben auch ein bisschen, wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht im Hintergrund, ne? Mit Max und Johannes, was machen wir, wie nennen wir das Ganze, wie ist das Konzept. Und wir sind halt auf dieses Seven vs. Wild gekommen im Sinne von, eine Woche, 7 Tage. Und dann kam ich auf den Gedanken, glaube ich, wo ich sagte, ey, lass doch machen 7 Tage, 7 Teilnehmer und jeder hat 7 Gegenstände. Weil man sich das einfach gut einprägt, das ist so ein schönes Konzept einfach. Und ja, ich gebe recht, man könnte auch mit weniger machen.
Aber ich glaube, es ist gerade spannend, wenn man vielleicht noch so zwei mehr hat, um zu gucken, okay, wofür entscheidet sich jetzt jeder Teilnehmer bei Gegenstand 6, 7? Weil ich glaube, da wird es nämlich spannend. Ich glaube, das, was er jetzt so gezeigt hat, haben viele gleich, ja, oder ähnlich. Und bei 6, 7 könnte es interessant werden. Zum Beispiel bei Alone der Serie hat man 10 Gegenstände, ja, weil es da auch dann darum geht, okay, ein bisschen länger klarzukommen und auch zu basteln und keine Ahnung was. Deswegen gespannt, was er jetzt als Luxusgegenstände gewählt hat. Da wäre zuerst eine Säge. Oh. Da habe ich auch überlegt, ich habe hier zwei verschiedene Silky-Sägen. Oh, krass, eine okay. kleine mit einer 13 cm Klinge und eine mit einer 24 cm Klinge. Und ich habe mich einfach für die... Okay, eine Säge. Spannend, spannend, spannend. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Kleiner entschieden. Ja. Das macht es wenigstens etwas anspruchsvoller, wenn ich etwas sägen möchte. Also eine Säge generell ultra geiles Tool. Machen wir uns nichts vor. Aber ist die Frage, ob es nicht geilere Sachen gibt. Und da ich unterwegs ja auch Energie sparen muss, falls ich nichts zu essen bekomme oder nur wenig essen werde, habe ich mich deswegen für ein weiteres Werkzeug neben dem Messer entschieden, das mir die Bearbeitung von Material einfach leichter fällt. So, und als letzten Luxus... Säge halte ich für ein Muss wegen Feuerholz, schreibt Steven Sie. Ja, dann darfst du mal auf mein Trainingsvideo warten. Ich spoilere zu viel eigentlich. Scheiße, ich darf nichts sagen. Fürs Gegenstand. Wir gucken weiter. Habe ich meine Hängematte gewählt. Die hat ein integriertes Moskitonetz. Ja. Das heißt... Freunde, hier haben wir uns wieder das große Fragezeichen mit der Hängematte, ne? Regelwerk besagt, Hängematte mit Moskitonetz ist erlaubt, allerdings ohne Aufhängung. Kann man gut finden, kann man scheiße finden. Ist einfach die Regel. Punkt. Da bin ich das Problem... Viehzeug auch gleich los. Natürlich kann man sich da auch mit natürlichen Mitteln gegen Mücken behelfen, aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich das mit. Außerdem hat das natürlich auch eine Aufhängung und da ich kein... Zu diesem Zeitpunkt wusste ich leider noch nicht, dass die Aufhängung einer Hängematte laut dem Regelwerk von Seven Wars White als extra Gegenstand zählt. Alles gut. Ich habe es ja schon gesagt, er kannte ja die Regeln gar nicht. Und da haben wir es nochmal. Also genau. Für uns Teilnehmer ist quasi Hängematte nur ohne Aufhängung erlaubt. Also musst du dann entweder improvisiert was basteln oder keine Ahnung, musst du halt Paracord mitnehmen oder wie auch immer. Ein Paracord oder irgendwas mitnehme für das Tarp, werde ich eventuell diese Aufhängung für das Tarp nutzen oder vielleicht auch um Holz miteinander zu verbinden. Das weiß ich alles noch nicht genau. Aber somit kann ich mir Paracord sparen und wenn ich wirklich Schnur brauchen sollte, dann nehme ich eventuell die Aufhängung von der Hängematte. So, ich denke, das war genug Information über das Projekt an sich und meine Ausrüstung. Ich lasse mich übrigens von einer Freundin an einen Ausgangspunkt fahren. Von dort aus laufe ich 5 Kilometer bis zu meinem gewählten Platz in der Natur. Ja, und dann geht's los. Und bevor wir jetzt in Tag 1 starten, habe ich noch ein kleines anderes Anliegen. Oh, jetzt kommt's. Eine Verlosung. Am 26. August diesen Jahres erscheint mein Buch Deutschland zu Fuß bei National Geographic. Oh, nice. Ich bin 165 Tage unterwegs gewesen und habe in dieser Zeit 3.342 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland zurückgelegt. Der Dokumentarfilm zu dieser Reise ist bereits erschienen und da ich heute in Gönjamin-Stimmung bin, verlose ich jetzt unter allen, die sich gerade dieses Video anschauen, 7 DVD- bzw. Online-Stream-Sets meiner Dokumentarfilme Deutschland zu Fuß und 700 Kilometer Harz. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist laut der rechtlichen Grundlage über 14 Jahre alt sein und einen Kommentar unter... Der Fußbus fährt immer. Wäre eigentlich auch ein geiler Titel, oder? Sowas wie... Keine Ahnung, 3.500 Kilometer durch Deutschland, der Fußbus fährt immer, so drunter. ...diesem Video hinterlassen. In diesem Kommentar sollten die Stichworte DVD oder Stream enthalten sein, einfach damit ich weiß, dass ihr überhaupt an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Am 22. August werde ich dann per Zufallsprinzip die Gewinner ermitteln und mit einer Antwort auf euren Kommentar benachrichtigen. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Wie immer werde ich auf jeden Fall auf jeden Kommentar antworten und freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder ein Abo meines YouTube-Kanals. Einfach 1200 Kommentare. Wir gucken mal durch. Hat er wirklich auf 1200 Kommentare geantwortet?
Holy moly. Enno, wie lange hast du dafür gebraucht? Alter. Krass. Ja, geil. Er steht zu seinem Wort hier anscheinend. Sehr cool. Und nun starten wir in Tag 1 meiner kleinen Auszeit vom Alltag. Tag 1, Lager. Hier an diesem Platz oder hier drüben, das weiß ich noch nicht genau, werde ich jetzt auf jeden Fall mein Lager aufschlagen. Und wie ihr sehen könnt, ist das nicht gerade eben hier. Das geht sehr steil bergab zum Teich runter. Aber das ist egal, das werde ich mir schon irgendwie bauen, dass das passend und eben ist. So, rein in die Handschuhe. Säge habe ich. Am meisten bin ich tatsächlich gespannt, wie er das Thema Essen angehen wird in den 7 Tagen, weil seine Ausrüstung jetzt nicht wirklich auf Nahrungsbeschaffung ausgelegt ist. Messer habe ich. Und jetzt gehe ich hier hoch in den Nadelwald und werde mir dort das passende Totholz suchen. Auf geht's! Ich hätte gedacht, dass er jetzt die Hängematte aufspannt. Jetzt baue ich mir übrigens ein extra Werkzeug und zwar einen Holzhammer, womit ich dann die anderen Stöcke und Heringe und so richtig kräftig in den Boden rammen kann. Ja, gleich mal hier ein schönes Buschkraftprojekt. Geil. Ah ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Mein Bett bocke ich übrigens etwas hoch, nicht nur um diese Unebenheit hier auszugleichen, sondern auch, falls es kräftig regnen sollte, dann läuft das Wasser unter dem Bett in den Teich. Und Bodenkälte ist auch so ein Punkt, ist mal weg davon. Und nicht in mein Schlafgemach. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das wirklich relativ gerade kriege, weil das ja hier auf jeden Fall höher muss als da drüben. Durch dieses Gefälle. So, jetzt wird das Ganze. Ist das ein Dr. Pepper Tattoo? Oder? Noch aufgefüllt, damit es am Ende ein richtig schönes, weiches, gemütliches Bett ist. Okay, mit Reisig füllt er hier erstmal auf. Auch nicht schlecht. Schaut mal, ich habe Besuch. Oh, Kröte. Was da am Baum sitzt. Eine kleine Kröte. Geil. Niedlich. So, ich pflücke jetzt hier noch entspannt ein paar hohe Gräser, damit das Ganze noch richtig fluffig wird. Dabei versuche ich nur die trockenen zu nehmen, damit das Bett auch trocken bleibt danach, ja, wenn dann da Druck drauf kommt. Da musst du aber ganz schön viel sammeln, wa? Ah, ey, krass, guck mal, jetzt sehen wir das hier mal. Er ist hier direkt am, ich weiß nicht, ob es ein Fluss oder ein See ist, direkt am Wasser. Okay, sieht schon geil aus. Ich glaube, mit diesem Gras, da braucht halt echt viel, ne? Naja. Und jetzt ganz gut kommt mein Tarp und die Hängematte zum Einsatz. Bin ich mal gespannt jetzt. Und die Hängematte, die werde ich... Weil er hat ja theoretisch... Also klar, theoretisch dürfte die Aufhängung der Hängematte ja nicht mit haben. Aber auch fürs Tarp hat er ja auch kein Paracord. Das heißt, er muss ja auch fürs Tarp sich da jetzt irgendwas basteln. Ich nicht aufhängen. Aber ich werde mir die Aufhängung der Hängematte zunutze machen für das Tarp. Und sozusagen das Tarp mit der Aufhängung der Hängematte aufhängen. Somit musste ich kein extra Paracord mitnehmen und... Die Hängematte habe ich ohnehin nur mit wegen dem Mückenschutz, der dabei ist. Das heißt, die Hängematte werde ich nachher hinlegen und nicht hängen und dennoch den Mückenschutz aufbauen. Mhm. Ja, 2 Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Perfekt, los geht's. Baue ich mal das Tarp auf. Okay, schade. Aber gut, konnte er nicht wissen. Jetzt schnitze ich mir noch 4 Heringe.
für die Abspannung des Tarps. Okay, nutzt das Messer auch zum Hacken, obwohl es so klein ist. Na, schauen wir gleich mal, wie das Lager aussieht. Ich hoffe ja, dass in den 7 Tagen auch mal regnet. Echt. Ja, ich hab, ey, wenn das da, wenn wir draußen sind in Schweden und es regnet da nicht einmal, dann kotze ich aber. Ich sag's dir ganz ehrlich. Mit meinem Bett für die Nacht bin ich soweit fertig. Okay, mal kurz checken. Hä, hey, warte mal. Hier ist jetzt eine Schnur dran. Aber hier drüben ist ja auch noch eine Schnur. Und auch hier und hier. Und hier ist auch noch mal eine Schnur. Hä? Wie hat denn er das hinbekommen mit der Aufhängung? Diesen Baumstamm, den ich als Hocker nutze, den habe ich soeben hier hinten im Wald gefunden. Perfekt. So. Jetzt kommt noch mein Schlafsack hier rein. Ja, sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Also, ne, ist dann halt der Punkt, wenn du halt keine Aufhängung und kein Paracord mit hast, wie du das dann halt aufbaust. Das ist halt nochmal ein spannender Punkt. Geil. Jetzt freue ich mich schon auf die erste Nacht. Ah, schaut mal, hier sieht man es nochmal. Hier ist das Ding fest und dann hier. Okay, das ist in 1. Aber wie hat er jetzt vorne die Ecken nochmal weggespannt? Weil er hat doch nur 2 Aufhängungen. Naja, vielleicht sehen wir nochmal ein paar andere Aufnahmen, wo man das erkennt. Ich bereite gerade mein Lagerfeuer vor, weil ich die kommenden Tage mein Wasser hier auf jeden Fall abkochen möchte. Mhm. Ich habe das heute einfach so getrunken. Mir geht es gut, scheint gutes Wasser zu sein, aber das sollte man natürlich eigentlich nicht tun. Ich weiß nur, dass mein Magen sehr resistent ist. Deswegen mache ich das auch. Aber wie gesagt, ab morgen möchte ich das abkochen. Deswegen grabe ich gerade dieses Loch für eine Art Grubenfeuer. Mhm. Genau, dass ich einfach meinen Topf dann da draufstellen kann und das Wasser kochen kann. Ich werde hier keine großen Lagerfeuer veranstalten, auf jeden Fall nicht. Mir geht es wirklich nur ums Wasser abkochen, mehr nicht. Wenn mir kalt wird, gehe ich in meinen Schlafsack. In diesem Sinne, weiter geht's. So, ich habe nicht den geringsten Plan, wie spät es ist. Aber es ist auf jeden Fall gegen Abend, weil die Sonne gerade hinter mir untergegangen ist. Und ich laufe jetzt nochmal zu diesem kleinen See, der hier in der Nähe ist. Dort schaue ich mal, ob ich da reinspringe und ein Bad nehme oder mich irgendwie ein bisschen wasche. Genau, weil ich bin doch schon sehr verschwitzt und vor allem habe ich das Gefühl, dass meine ganzen Klamotten und alles voll verstaubt sind von dem vielen Segen und Räumen heute. In diesem Sinne. Erst noch baden, oder was? So, ich mache jetzt noch ein kleines Feuer und werde mein Wasser abkochen. Und dann werde ich wahrscheinlich schon ins Bett gehen. Ja, also generell glaube ich auch, der erste Tag, das wird bei allen so sein, ist halt Lager. Lager aufbauen, alles einrichten, wie auch immer. Und ja, dann wird es ja spannend, was die nächsten Tage so passiert. Ich denke mal, da wird dann so das Thema Isolation und auch Nahrung eine große Rolle spielen. Und wir haben ja zusätzlich, stimmt, das hat Enno natürlich jetzt nicht, wir haben ja zusätzlich pro Tag noch Tageschallenges, die wir machen können. Also, na, muss man nicht. Aber damit kannst du natürlich dann Punkte sammeln, um dann zu gucken, wer nach den 7 Tagen quasi the King of Seven vs. Wild ist. Damit ist man dann natürlich sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr beschäftigt. Und für euch ist ganz cool, weil man halt nochmal ein bisschen paar spannende Sachen sieht. Ja, bisher hat er noch nichts gegessen, ne? Hier wird nichts gespoilert im Chat, Freunde, die es schon gesehen haben. Tag 2 Nahrung, okay. Jetzt bin ich gespannt.
Ich tippe mal drauf, dass er, ich glaube, er wird nur sammeln. Ich glaube, er wird nicht, er wird quasi nichts erbeuten, jagen im Sinne von Fisch oder sowas, sondern ich sage, er wird sich ein paar Wildkräuter, vielleicht ein paar Bären, wenn er Glück hat, und vielleicht geht er halt in Richtung Insekten oder sowas. Ja, ich bin gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Ich habe meine erste Nacht hier in meinem Lager hinter mir und die war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe 1A geschlafen. Heute ist der zweite Tag. Bin sehr gespannt, was passiert. Ja, es ist übrigens ganz eigenartig, ohne Handy klarzukommen. Mhm. Also jetzt gar nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwo rumchatten möchte oder in den sozialen Netzwerken sein möchte, aber alleine wegen der Uhrzeit. Ich habe natürlich keine Uhr oder irgendwas dabei. Die Challenge ist ja auch, das Handy wegzulassen. Ja. Und deswegen habe ich das Handy mit in meinem Notfallkit drin, also bei meinem Erste-Hilfe-Set, und werde das Handy erst wieder anfassen und anmachen, wenn die 7 Tage vorbei sind, wenn ich das schaffe. Ich bin gestern Abend irgendwann im Dunkeln ins Bett und jetzt scheint da hinten die Sonne durch, boah, die Bäume geil, durch, der Tag beginnt und ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Naja, sehr schön. Ist doch schön. Genau da drüben wohne ich derzeit. Boah, nice. Herrlich. Aber es kommt, es, also klar, es ist nicht so wie Schweden. Schweden ist, glaube ich, halt, was heißt glaube ich, war ja selber da, ist halt noch ein bisschen felsiger. Aber ansonsten sieht das doch schön wild aus. Hat ja irgendwie einen geilen See davor. Was ist hier, Fichten und so weiter. Bisschen auch so Wiesenlandschaft. Ist schon eine schöne Ecke. So, Freunde, ich war gerade etwas spazieren und habe mich hier in der Gegend umgeschaut. Und wie ihr seht, werden das immer mehr von diesen. Ah, geil. Genau, also der Punkt ist zum Beispiel, alles, was man dort findet, kann man natürlich benutzen. Das heißt, wenn man jetzt hier so eine Dinger von irgendwelchen Forstarbeiten finden sollte, weil da irgendwann mal was passiert ist, dann kann man die natürlich nutzen. Ja? Wenn irgendwo Müll rumliegt, kann man den auch nutzen und improvisieren. Also von daher, das ist völlig legitim. Ist natürlich eine geile Sache. So, du hast hier irgendwie so ein Brettchen zum Abstellen, ne? Oder einen kleinen Tisch. Holzbrettchen von diesen Holzpaletten. Da würde mir direkt ein geiler Bastel-Ding einfallen. Ich würde mir 3 so eine langen Stöcker nehmen, sowas, und die in der Mitte zusammen machen, wie so ein Dreibein, und dann würde ich die aufstellen und die Platte oben drauf. Da hast du einfach wie einen geilen Tisch. Oder du nimmst dir halt spitze so Heringe an, klopfst sie rein und legst dann die Platte drauf. Ich würde mir Tische bauen. Die liegen ja wirklich überall im Wald rum von den Waldarbeitern. Voll geil. Ich finde die total schön. Ich würde die am liebsten danach mit nach Hause nehmen. Naja, ist auch egal, wen interessiert's. Doch, ich kann das völlig verstehen. Da es sonst aber nicht viel zu erzählen gibt, außer dass ich spazieren war, dass ich Hunger habe und dass mein Wasser alle ist, nehme ich euch jetzt mit auf meine neue Wasserholaktion. Ich werde jetzt wieder runter zum Bach gehen, dort Wasser holen und werde euch zeigen, wie ich das mit meinem Wasser eigentlich alles so kläre. Der ein oder andere wundert sich vielleicht gerade, wo ich mein Wasser hier eigentlich hole. Aber das ist tatsächlich der einzige und beste Platz. Ich dachte, er nimmt den einfach aus dem Tümpel da, ne? Aus dem Teich. Ich habe mich schon gewundert, weil das ja auch recht klein ist und so. Sollte man eigentlich aus fließendem Gewässer nehmen. Aber cool, er hat da irgendwie von einen Bachlauf gefunden. Bach, wo ich das Wasser schöpfen kann. Jetzt schöpfe ich das Wasser allerdings nicht mit meinem Topf direkt, sondern mit der Packsackhülle meines Tarps. Ah. Diese Packsackhülle ist eigentlich wasserdicht, natürlich nicht an den Nähten. Und mit diesem Wassersack filtere ich das Wasser sozusagen vor, bevor ich es abkoche. Schwebstoffe. Ich habe das gestern den ganzen Tag nur so gefiltert und dann getrunken. Wie gesagt, das sollte man eigentlich nicht machen. Seit gestern Abend koche ich mein Wasser ab. So, jetzt habe ich hier das Wasser. Ah, ja, geil. Und jetzt kann ich das Wasser hier so rauspressen. Ist natürlich völlig legitim und erlaubt. Es ist halt die Hülle vom Tarp. So. Genauso wie du auch beim Schlafsack den Packsack mit hast und so weiter. Von daher, ja, Multi-Use. Warum nicht? Ist doch geil. Treib das mal kurz ein bisschen. Das macht es ja auch spannend, so ein bisschen clever zu agieren und zu gucken. Und damit ist es auf jeden Fall schon mal dezent vorgefiltert. Zum Wohl. Und er trinkt es wieder unabgekocht. Ach nee, ich wollte es ja diesmal erst abkochen. Natürlich. Auf jeden Fall schöne Ecke, muss man mal sagen. Auch dieser Ausschnitt hier wieder,
Sieht einfach nach herrlicher Natur aus. Man kann solches Bachwasser auch auf andere Art und Weise filtern, und zwar indem man sich einen richtigen Wasserfilter baut. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt einfach mal, weil ich habe ja ohnehin nichts zu tun. Ey, krass, aber Nahrung spielt bisher noch nicht so die Rolle, ne? Also er ist ja schon an Tag 2. Also, krass. Ich glaube, er isst einfach nichts. So, was ihr benötigt für den selbstgebauten Wasserfilter ist etwas Kohle. Das ist die Kohle aus meinem Lagerfeuer von gestern Abend und heute Morgen. Da ist leider nicht viel übrig geblieben, weil ich ja wirklich nur mein Wasser erhitzt habe und nicht viel Holz da reingeworfen habe. Dann Moos, ein super Filtermaterial, und Gras. Eigentlich wäre es jetzt noch gut, Sand, wenn man Steine und Sand hätte, aber das finde ich hier in der Gegend gerade nicht. Und diese drei Sachen sind auf jeden Fall besser als gar nichts. So, jetzt wäre es schön, wenn wir eine 1,5 Liter PET-Flasche dabei hätten. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber die hat er nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er das jetzt improvisiert. In eine Socke rein, oder was? Denn damit lässt sich am besten dieser eigene Filter bauen. Aber wir haben ja nur 7 Dinge dabei. Oder er nimmt den Packsack. Und da war keine PET-Flasche dabei. Also nehme ich jetzt zum Filtern wiederum meine Tarphülle und meine Schlafsackhülle. Fuchs. Die Schlafsackhülle ist nicht wasserdicht und die Tarphülle ist wasserdicht, bis auf die Nähte. So, jetzt fülle ich zuerst etwas Gras hier in die Hülle von meinem Schlafsack als untere Schicht. Wie gesagt, mit einer Flasche wäre das alles viel besser. So, stopfe das richtig da rein. Dann mörse ich mit meinem selbstgebauten Hammer die Holzkohle von gestern etwas klein, dass die feiner wird. So, die kann richtig fein sein. Ein paar größere Stücken können auch noch dabei sein. Also, erste Schicht Gras, dann eine Schicht Aktivkohle. Und dann mit der schwarzen Hand einmal durchs Gesicht. Das ist wichtig. Ich glaube, auf diesen Filter hätte ich verzichtet, wenn das Wasser aus einem fließenden Gewässer kommt und ich die Möglichkeit zum Abkochen habe. Ja, ich glaube tatsächlich, er macht es jetzt auch nur, weil er halt Zeit hat. Also sonst würde es ja einfach nehmen und abkochen. Aber dadurch, dass er quasi ja eh da den ganzen Tag Zeit hat, macht er das jetzt, glaube ich, einfach mal zum Auszubilden fürs Video. Jetzt eine Schicht Moos. Moos ist, wie gesagt, ein super Filtermaterial. Jetzt wäre eigentlich eine Schicht Sand oder Steine oder Sand und Steine sogar gut. Aber ich finde hier weder wirklich Sand noch Steine. So, und jetzt kommt noch mal eine letzte Schicht Gras da drauf. So. Das ist wirklich sehr provisorisch, ich weiß. Jetzt haben wir praktisch die Schichten hier. Eine Schicht Gras, eine Schicht Aktivkohle, eine Schicht Moos und eine Schicht nochmal Gras. Jetzt packen wir diesen Stoff mit den 4 Schichten in den wasserdichten Packsack vom Tarp. Und dann gießen wir hier unser Bachwasser drauf. Ich habe ja mal ein bisschen was abgefüllt, weil ich jetzt nicht das ganze Wasser gleich wieder verplempern wollte. So, oh, da wird schon gezittert. Da kommt schon der Zitteraal, weil man nichts gegessen hat. Rein. Das Wasser läuft jetzt sozusagen durch diese ganzen Schichten durch und tropft hier gefiltert raus. Das Schöne an Aktivkohle ist übrigens auch, dass die sogar den Geschmack filtert. Das heißt, gerade dieses Bachwasser hier, das schmeckt so ein bisschen brackig. Und wenn ich das jetzt wirklich immer ordentlich filtern würde, dann würde sozusagen auch der brackige Geschmack weggehen. Ich kann das ja eigentlich hier drüber halten. Ich trottel. Natürlich sollte jedem bewusst sein, dass das kein wirklicher professioneller Filter ist. Man sollte das Wasser auf jeden Fall immer noch abkochen. Und das Wasser sollte man übrigens immer 5 Minuten mindestens kochen, also 3 bis 5 Minuten. Und je nach Höhenlage
muss das Wasser länger kochen. Man sagt, so pro 300 Höhenmeter muss das Wasser eine Minute länger kochen, dass auch wirklich alle Keime, Bakterien, Viren getötet werden. Ist das echt so? Ich bin mir nicht sicher, weil das ist auch das, was ich immer mal gehört habe. Ich habe aber auch schon mal genau das Gegenteil gehört, dass halt argumentiert worden ist, ey, wenn das Ding ein paar Sekunden kocht, dann ist halt, dann sind die halt tot. Also, weil wenn 100 Grad erreicht ist und das kocht, dann stirbt's oder stirbt nicht. Aber ich weiß es nicht. Also ich kann beide Argumentationen verstehen, weil ich keine Ahnung davon habe. Beide klingen logisch. Genau, dann war es Joe Vogel, ne? Laut Joe Vogel reicht eine Sekunde kochen. Dann hatte er das nämlich auch gesagt, dass er das, was du sagst, stimmt. Genau, ich meine mich dran zu erinnern, dass er gesagt hat, eine Sekunde kochen reicht auch, weil 100 Grad, entweder die Dinger sind halt tot oder nicht tot. So. Ob du das nur, also wo ist der Unterschied, ob du das nur 2 Minuten kochst oder 5 Minuten kochst? Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht genau mit aus. Aber im Endeffekt, lass es einfach ein bisschen kochen, dann machst du nichts falsch. Ja, in diesem Sinne, lass ich es mir jetzt mal schmecken, wa? Zum Wohl. So, Nahrung. Ich will jetzt wissen, was er mit der Nahrung hier macht. Wie nimmt er das an? Ah, herrlich. Wir haben Tag 2. Eine ebenfalls sehr effektive und einfache Art, unterwegs Wasser zu filtern, ist diese hier. Und zwar, nehmt ihr eine Erhöhung, stellt dort den Topf mit dem dreckigen Wasser drauf und stellt darunter das Gefäß, wo ihr das saubere Wasser auffangen wollt. Dann sucht ihr euch einen Faden oder ein Stück Stoff oder irgendwas und legt das in dieses Wasser rein. Dieser Stoff wird sich vollsaugen und wird das Wasser einfach in dieses andere Gefäß tropfen lassen. Und genau, das Wichtige ist, dass das Ding hier tiefer ist als dieser Punkt, wegen dem Druck quasi. Wisst ihr, was ich meine? Das muss hier, glaube ich, ein Stück tiefer hängen, damit das diese Saugfunktion hat. Und da kommt der ganze Dreck und so natürlich nicht mit. Ich habe jetzt ein Stück von meiner Schnur von der Hängemattenaufhängung abgeschnitten. Ihr könnt dazu, einfach, wenn ihr unterwegs nichts habt, auch einfach euren Schnürsenkel nehmen oder ein Stück aus eurem T-Shirt rausschneiden, irgendwas. Auf jeden Fall funktioniert das super. Man braucht nur etwas Geduld. Gestern und auch heute bis jetzt war ja richtig schönes Wetter und Sonnenschein. Allerdings beschleicht mich das Gefühl, dass es heute noch regnen wird oder sogar gewittern, weil es warm und schwül ist und sich der Himmel komplett zugezogen hat. Deswegen werde ich jetzt noch mal in den Wald hier gehen und mir Brennholz suchen. Das sollte eigentlich als Feuerholz für die nächsten 5,5 Tage reichen, da ich wirklich nur Feuer entfachen werde, um mein Wasser abzukochen. Genau. Apropos Wasser, wie sieht es denn eigentlich mit der Aufnahme von fester Nahrung an den 7 Tagen aus? Erzähl doch mal. Als ich gestern zu diesem Platz gelaufen bin und auch heute, als ich mich hier umgeschaut habe in der Umgebung, habe ich schon gesehen, dass der Tisch eigentlich sehr reich gedeckt ist. Hier um mich rum wachsen Himbeeren, Heidelbeeren, Glockenblumen, Disteln, Beifuß, Breitwegerich, Wiesenbärenklau, Birke, Klee, wilde Möhre, Brennnessel. Also wirklich, ich habe hier schon sehr viele essbare Pflanzen gesehen. Birke? Ist er Birkenrinde? Und abgesehen von diesen essbaren Pflanzen könnte ich natürlich auch in dem Totholz, was hier im Wald liegt, nach Insekten, Maden, Würmern oder irgendwas schauen und mir das dann genüsslich anbraten. Aber? Jagen kann und darf ich hier nicht. Und hier ist zwar ein Teich und weiter unten ein kleiner Bergsee, aber angeln kann ich und darf ich hier auch nicht in den Gewässern. So, wenn ich jetzt nur dieses Grünfutter esse, komme ich definitiv nicht auf meine normale Kalorienration, die ich sonst zu mir nehme. Und hätte ohnehin den ganzen Tag Hunger, selbst wenn ich mir dieses Grünfutter reinziehe. Die paar Maden und Würmer, die ich hier irgendwo finde, die würden das wahrscheinlich auch alles nicht besser machen. Deswegen habe ich mich diese 7 Tage entschieden. Er wird nichts essen, oder? Er isst einfach nichts. Einfach Wasserfasten zu betreiben und wirklich gar nichts zu essen.
dieses Wasserfasten habe ich wirklich noch nie gemacht. Das ist das allererste Mal. Ich wollte das eigentlich schon immer mal ausprobieren und ich weiß auch nicht, ob es jetzt die beste Idee ist, das bei diesem... Geiler Typ. Einfach mal nichts essen. Ich muss sagen, ich habe ja mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und es gab einige, die gesagt haben, 7 Tage würde ich auf jeden Fall fasten, dies, das. Kann man machen. Habe ich tatsächlich auch kurzzeitig drüber nachgedacht. Jetzt kommt für mich das große Aber. Ich mache das definitiv nicht. Für mich wird Nahrung eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil Seven vs. Wild für mich ein erster Einstieg, ein Selbstexperiment ist. Und bei 7 Tagen ist das alles noch schön und gut. Wenn du dann aber mal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate unterwegs bist, dann geht es nicht mehr. Das heißt, diese Technik, die er jetzt anwendet, funktioniert ja quasi nur in der Rahmengeschichte, weil man nur 7 Tage unterwegs ist. Aber ich möchte gern für mich das Szenario so haben, ich möchte gern mir dort alles so aufbauen und so klarkommen, dass ich halt auch easy länger überleben könnte. Ich möchte diese 7 Tage gut klarkommen. Ich möchte mich da nicht durchhangeln und am Ende sagen, oh, und jetzt ist es vorbei, ich habe es endlich geschafft, sondern ich möchte eigentlich nach diesen 7 Tagen, das ist meine ganz persönliche Motivation, nach diesen 7 Tagen möchte ich dastehen, ein fettes Lager haben, ich möchte genug zu essen haben, ich möchte einfach gute 7 Tage verbringen und sagen, geil, ich habe es geschafft, damit klarzukommen. Und das ist meine Intention. Deswegen ist für mich Nahrung auch sehr, sehr wichtig. Ja? Ich habe auch Bock, wenn ich genug Nahrung finde, halt auch gewisse Projekte zu machen. Ich will nicht dorthin vegetieren und nur warten, dass die 7 Tage rum sind, sondern ich will dort leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich will nicht überleben, sondern ich will dort leben. Genau, das soll jetzt gar nicht anfeindend gegenüber Enno sein. Ich finde es sogar sehr, sehr cool, dass er für sich sagt, ich mache einfach so ein Projekt im Projekt. Ich wollte das eh mal ausprobieren. Ist ja auch geil. Und genauso mache ich halt für mich mein persönliches Projekt selbst, wo ich sage, ich will gut klarkommen. Ich will viel Nahrung haben. Ich will mich mit beschäftigen. Wisst ihr, was ich meine? Seven vs. Wild versuch gleich mit einzubinden. Aber das werde ich sehen. Und ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Und halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, aufs Wasser fasten. Geil. Zum Wohl. Ah, geil. So, ich muss gestehen, ich habe soeben tatsächlich etwas Langeweile. Ja. Naja, klar. Weil wenn du sagst, du isst nichts, dann hast du auch nichts zu tun. Also ich glaube, bei mir wird halt ein sehr, sehr großer Teil Nahrungsbeschaffung sein und auch dort in der Nahrungsbeschaffung verschiedene Techniken ausprobieren. Was funktioniert nicht, welche Spots, welche Köder, welche Techniken. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn du natürlich das weglässt, also ja, dann ist ja jetzt nicht mehr viel zu tun. Er hat sein Wasser, er kann das Wasser abkochen, er hat sein Lager, er hat keine Challenges. Also eigentlich ist es jetzt dann nur noch ein Ausharren. Ne? Außer er nimmt sich jetzt selbst noch ein paar kleine Bastelprojekte vor, deswegen bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Weil gerade das Thema Nahrung hat mich natürlich eigentlich am meisten interessiert. Aber ja, wenn er sich dafür entscheidet, sagen, ich esse nichts, dann ist das seine Entscheidung und dann ist es so. Und hätte Lust auf einen Location-Wechsel, aber so funktioniert das Spiel Seven vs. Wild nicht. Ich muss die 7 Tage an diesem Ort durchhalten. Ja. Und? Da kann ich mir noch was zu sagen. Also alle Leute werden ja ausgesetzt und haben einen gewissen Bewegungsradius. Ja, den, wie der ganz genau ist, werden wir wirklich dann erst dort festlegen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will mein Lager vielleicht nochmal 100 Meter weiter irgendwo am Fluss aufbauen oder ein bisschen im Wald, ist das völlig okay. Also das geht völlig klar. Aber du kannst natürlich jetzt nicht deine Sachen packen und 5 Kilometer irgendwo hinlaufen und da ein neues Lager aufbauen. Aber du kannst schon auch deinen Lagerplatz verschieben. Das würde schon gehen. Halt in einem gewissen Rahmen. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich ziehe jetzt nochmal los und werde noch etwas Gras für meine Bettunterlage suchen. Dann mache ich einfach meine Matratze etwas dicker. Dann wird es diese Nacht noch gemütlicher als letzte Nacht. Ja, so werde ich mir jetzt die Zeit vertreiben. Alles klar. Peace and out. Ich war gerade noch mal am See unten, habe frisches Wasser geholt und war auch baden. Das tat so gut.
Das wollen wir doch sehen. Sowas muss doch gefilmt werden. Im Adams-Kostüm, oder nicht? In so einem Bergsee baden zu gehen, ist einfach der Hammer. Ja, genau. Jetzt mache ich mir noch ein Feuer, werde das Wasser abkochen und dann geht es wahrscheinlich auch schon ins Bett. War das jetzt Tag 3 oder? Nee, es war noch Tag 2, ne? Es war Tag 2, glaube ich. Jetzt, Tag 3 Hygiene, okay. Heute ist der dritte Tag meines Selbstversuches Seven vs. Wild und mir geht es nach wie vor erstaunlich gut. Krass. Gestern Abend, als ich ins Bett ging, habe ich zwar wirklich die ganze Zeit nur ans Essen gedacht, aber das ließ dann nach und ich bin zufrieden eingeschlafen und habe zum Glück nicht vom Essen geträumt. Ja, geschlafen an sich habe ich sehr. Wäre spannend, wenn er sich gewogen hätte vorher und nachher. Also das werden wir bei uns machen. Ich habe extra eine Waage organisiert, die auch noch ein bisschen ein paar Details nimmt. Und wir werden auf jeden Fall so einen kleinen Physical Check vorher machen und nach den 7 Tagen dann auch nochmal, um einfach zu gucken, okay, hat sich was verändert, hat man abgenommen? Ist ja mal ganz spannend. Gut, ich glaube, ich habe auch sehr lange geschlafen, soweit ich das beurteilen kann, da ich mich ja nicht an einer Uhrzeit orientiere oder so. Ja, aber ich bin gestern relativ zeitnah nach Einbruch der Dunkelheit ins Bett und heute steht die Sonne schon bedeutend weiter oben als gestern Morgen. Naja, Ende der Langschläfer, ja, wir haben bis um 10 gepennt oder um 11. Ich musste übrigens die Nacht auch mal kurz aufstehen, da es in der Ferne gewittert und auch bei mir hier vor Ort leicht geregnet hat. Da habe ich kurz dieses Feuerloch abgedeckt, da ich vermeiden wollte, dass es die Asche mit dem Boden verspült. Denn die Asche werde ich noch für andere Dinge brauchen. Ah, für die Hygiene dazu komme heute. Ich vielleicht später nochmal. Ja, jetzt werde ich runter an den See gehen, mich etwas frisch machen und mein Wasser auffüllen mit meinem Wasserfilter. In der Zwischenzeit werde ich hier meine Kameraakkus wieder laden. Hier ist sozusagen mein Technikpaket mit Powerbank, Stirnlampe, verschiedene Akkus, ND-Filter, ja, was man halt so braucht. Die Protagonisten bei Seven vs. Wild in Schweden, die haben dann 2 GoPros, verschiedene Speicherkarten, Powerbanks und Akkus dabei. Mhm. Ich habe leider keine GoPro. Warte, hier sind sie. Da sind sie. Boom! Die Cases werden wir mitgeben. Das alles drin, was die Leute haben an Technik. Zick! Und werde, wie gesagt, die Akkus laden. Herrlich da! Ich wollte es gerade sagen, ich bin halt, glaube ich, so ein Typ, ich hätte halt Bock auf mega viele Bastelprojekte. Keine Ahnung, würde ich mir einen Stuhl bauen oder irgendwelche Sachen, die mir halt Vorteile bringen. Oder vielleicht doch nochmal ein Shelter oder keine Ahnung. Oder eine Reflektorwand nochmal am Feuer. Aber ich glaube, ich hätte da Bock halt richtig geil auf was zu basteln. Und ich glaube, es wird halt wirklich Leute geben, die dort mehr die Zeit einfach verstreichen lassen. Muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ne? Bei mir hängt es definitiv davon ab, wie ist meine Nahrungsbeschaffung. Wenn ich genug Nahrung habe, dann wird da auch richtig losgewerkelt. So, wofür ist das Ding jetzt? Ah, Wasserfilter da. Kurze Frage, weil ich mir da selbst nicht sicher bin. Wenn er jetzt mit dem Topf hier reingeht, um das in diese Hülle reinzuschütten, dann ist doch quasi der Topf infiziert. Wisst ihr, was ich meine? Da ist doch Restwasser drin. Das heißt, wenn da Bakterien und Viren drin sind, sind die doch da schon drin. Ich weiß nicht generell, wie das ist. Wenn man jetzt, sag ich mal, wirklich ernsthaft fragen. Und zwar, wenn man Wasser hat und dieses Wasser ist jetzt verunreinigt mit Bakterien, Viren, das ist richtiges Scheißwasser, macht es dann einen Unterschied, ob ich davon 1 Liter trinke oder nur einen ganz kleinen Schluck?
Also macht die Menge einen Unterschied oder ist infiziert gleich infiziert? Wisst ihr, was ich meine? Ja klar, je mehr Bakterien, desto schlimmer. Ich weiß es nicht. Aber generell, das ist mal eine gute Frage eigentlich, ne? Ist kontaminiert gleich kontaminiert? Gibt es da nur schwarz und weiß? Oder ist umso mehr, umso schlimmer? Aber geil. Genau sowas feiere ich. So eine kleine Mini-Bastelprojekte hier. Ganz simpel. Falls sich übrigens jemand wundern sollte, warum ich nicht direkt hier an diesem schönen See, sondern da oben an dem kleinen dunklen Teich schlafe, das hat den einfachen Hintergrund, dass ich mir da oben sicher sein kann, dass kein Wanderer oder irgendwelche Leute vorbeikommen, die mich stören. Da muss man sich schon etwas durchs Unterholz kämpfen. Und hier bei dem See könnte es natürlich passieren, dass irgendein Wanderer kommt oder was weiß ich wer und komische Fragen stellt, was ich da mache, warum ich mir da so ein Lager aufgebaut habe. Genau, deswegen bin ich nicht direkt an dem See. Und da oben bin ich auch etwas windgeschützter als hier auf der freien Fläche. Eigentlich wäre das zwar... Also die Leute sind sich hier uneinig. Ja, es gibt Leute, die schreiben, nein, es gibt nichts zwischendrin. Entweder es ist kontaminiert oder halt nicht. Jemand anders schreibt wieder, safe, weil dein Körper doch wenig Bakterien ab kann. Aber umso mehr, umso schwieriger für den Körper. Klingt auch wieder logisch, ne? Hab mal Deckel voll vom Teichwasser getrunken und hatte Mundfäule. Geil. Schön, wenn ich jetzt nur ein, zwei Tage bleiben würde, dann würde ich auf jeden Fall auch direkt diesen Platz hier wählen. Ja, der Platz sieht geil aus. Oh. Die würde ich nicht essen. Ich habe heute Morgen, heute Vormittag wirklich bis die Sonne weit über den Zenit stand, nur unten am See gechillt und das Leben genossen, weswegen es bisher nicht viel zu erzählen gibt von diesem Tag. Ja, als ich dann zurückkam, habe ich erstmal mein Feuerholz für die kommenden Tage vorbereitet. Ich nehme an, das sollte reichen. Es sind jetzt noch 4,5 Tage und da ich ja wirklich nur Feuer mache, um das Wasser abzukochen, wird das sicher reichen. So, und jetzt wollte ich mich mal ein wenig um meine Zahnhygiene kümmern. Denn seit ich hier angekommen bin, vor 2,5, 3 Tagen, habe ich mir noch nicht einmal die Zähne geputzt. Das ist ganz schön ekelhaft. Du Ekelhafter! Natürlich habe ich keine Zahnpasta und keine Zahnbürste dabei, weil das wäre... Ja, der Sound ist gerade ein bisschen komisch. Ich denke mal, da gab es irgendwelche Soundprobleme vielleicht und er hat das halt versucht, wieder halbwegs hinzukriegen. Das wäre ja ein weiterer Gegenstand und ich konnte ja nur 7 mitnehmen. Aber ich habe natürlich eine andere Idee, wie ich mir selber eine Zahnbürste, eine sehr provisorische Zahnbürste basteln werde und woraus ich mir Zahnpasta machen werde. Wie ich das mache, werde ich euch dann gleich erklären. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie was, was ich mir als Zahnbürstenersatz zurecht basteln kann. Da muss ich mal kurz auf die Suche gehen. Alles klar, bis gleich. Ich werde mir von dieser Birke jetzt hier die... Was mich auch noch interessiert hätte, ist bisher noch nicht thematisiert worden, und zwar die generelle Mückenlage. Er hat zwar dieses Moskitonetz, aber es wirkt jetzt nicht so, als wären er die ganze Zeit irgendwo Mücken. Diesen unteren Ast abmachen, der ist eh schon abgestorben, das wird die Birke überleben. Ui. So. Jetzt kürze ich den noch ein bisschen. Hört man im Hintergrund Motorräder? Mache die Rinde ab. So, jetzt ist keine Rinde mehr hier oben dran. Und jetzt zerkaue ich das obere Stück dieses Stöckchens so lange, bis es ganz fasrig ist. Ah. So, jetzt ist das hier richtig schön fasrig, wie ihr sehen könnt. Geile Idee eigentlich mit dem Zerkauen. Der ist gut, der Tipp. Den werde ich mir merken, Freunde. Der ist gut, weil ich meine, klar, sowas ähnliches habe ich auch vor, mit Kohle Zähne putzen, dies, das. Und ich hatte halt überlegt, okay, wie kriegst du so zahnbürstenmäßig was hin? Nimmst vielleicht so Grasbüschel oder so, würde gehen. Aber die Idee finde ich geil. Durch das Zerkauen wird es halt so richtig geil, ja. Ähnlich gut. Einer Zahnbürste. Das geht natürlich mit anderen Bäumen besser, aber das ist besser als gar nichts auf jeden Fall. Könnte man mal ausprobieren. Jetzt zermahle ich diese Holzkohle hier.
So, jetzt ist die richtig schön staubig gemahlen. Und ich nehme mir den Deckel von meinem Topf und mache das hier rein. Da ein bisschen Wasser rein und dann machst du dir eine schöne Pampe. So. Haselnusszweige gehen gut, stimmt. Haselnuss, ja, ja. Frische wahrscheinlich auch eher. Weil dann brechen die ja halt nicht so schnell. Zu dieser Holzkohle ein klein wenig Wasser dazu und werde das mit meiner Zahnbürste genauso hatte ich auch vor. Pampe verrühren. Oder habe ich es vor? Es gibt sogar Aktivkohle-Zahnpasta, die ist ganz schwarz. Einige raten auch davon ab, weil man das nicht zu oft machen soll, weil dadurch die Zähne kaputt gehen, weil es die Zähne richtig bleicht. Also das reibt die Zähne kaputt, wenn man das zu oft macht. Aber in so einer Situation wie hier, bei so einem ambitionierten Campingausflug mit nur 7 Sachen, kann man das schon mal machen. Und deswegen werde ich mir jetzt mit dieser Brühe, die jetzt richtig schön sämig ist, sämig, cremig, saftig, knackig, mit meiner Zahnbürste. Voll sexy, passt mal auf. Das Ganze sollte jetzt natürlich wieder ordentlich ausgespült werden. Ich mache jetzt mal den Topf sauber. Aber es war auch nicht so clever, das genau hier an der Stelle zu machen. So. Übrigens hat es leicht angefangen zu regnen, obwohl die Sonne scheint. Vielleicht sehe ich heute noch einen Regenbogen. So. Das war's zum Thema Zähneputzen. Witzig wäre, wenn er jetzt einfach den Rest des Videos die schwarze Kohle in den Mundwinkeln hat, weil er ja keinen Spiegel hat und es nicht rafft. Da ist er, Mensch. Der Regenbogen. Natürlich kann man diese Aktivkohlepaste auch noch mit Kräutern wie zum Beispiel Minze verfeinern, dann schmeckt das noch etwas frischer. Oder zum Beispiel auch mit Birkenlauge. Die kann man sich ganz einfach selber herstellen. Man nimmt ein Gefäß, was man verschließen kann, oder einen wasserdichten Beutel, macht dort kleingerupfte Birkenblätter rein, macht ein wenig Wasser dazu und schüttelt das alles ganz doll durch. Das kann man mit Kastanien auch machen. Dann merkt man schon, da entsteht automatisch Schaum. Und aus den ätherischen Ölen und den ganzen Zusätzen dieser Birkenblätter entsteht sozusagen diese Birkenseife. Damit könnte man sich dann eigentlich am ganzen Körper ganz normal waschen. Oder man gibt es halt als Zutat in die Aktivkohlepaste. Dann schäumt diese Zahnpasta sogar noch ein wenig. Ja, jeder wie er mag. So viel dazu. Ich komme gerade vom See. Ich war noch mal schön baden. Ah, jetzt die erste Badeaufnahme. Freunde, das wollen wir doch nicht, das wollen wir doch sehen. Ja, nicht im Sinne von, wir wollen jemanden sehen, der nackig schwimmt, sondern ich finde, das gibt halt noch so mal so ein Feeling. Einfach beim Zuschauen. Wenn du siehst, wie jemand da in so einem See noch mal schwimmt, denkst du, ach geil. Oder? Ist doch herrlich. Und jetzt mache ich mir noch mein Wasser heiß und dann geht's ins Bett. Geil. Ja, auch heute, der dritte Tag. Live wild and free. War ein super Tag. Und ich muss sagen, auch ohne Essen, soweit alles wirklich ganz entspannt bis jetzt. Geil. Ja, auch von dem Thema. Man darf auch nicht vergessen, dass halt jeder Körper krass anders reagiert, ne? Also man kann das halt auch nicht so über einen Kamm ziehen und sagen, okay, jetzt ist das generell so. Sondern Enno reagiert vielleicht auf diesen Nahrungsentzug anders als jemand anders. Ganz einfach, ne? Von daher, ey, hat er Glück. Ernährung mal ganz das so abgesehen. Gut geht. Ist soweit eigentlich auch alles in Ordnung. Ich hatte heute manchmal so Momente, wo ich irgendwie ein wenig traurig war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hängt das auch mit dem fehlenden Essen zusammen. Das habe ich auch schon von manchen gehört beim Fasten, dass die irgendwie so emotional werden. Okay, krass. Und in den Momenten hätte ich manchmal gern mein Handy zur Hand genommen.
um mal eine Nachricht zu lesen. Wahrscheinlich habe ich Haufen Nachrichten, wenn ich mein Handy wieder anmache. Oder ich hätte gern mal auf die Uhr geguckt. Das klingt sehr eigenartig, weil das so lapidare Dinge sind. Spannend. Aber tatsächlich alles ringsherum hier, dieser ganze Outdoor-Kram mit diesen 7 Gegenständen, das juckt mich alles relativ wenig bis jetzt. Aber einfach mal wirklich zu wissen, wie spät das ist. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Spannend, weil das ist ja auch genau der Punkt, selbst herauszufinden. So, Enno hat es wahrscheinlich vorher so in der Art noch nie gemacht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir an Tag 3, 4 und 5 passiert. Ob ich gleiche Gedanken habe, ob ich auch traurig werde, ob ich irgendwie eine Uhr vermisse oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Spannende. Nicht zu wissen, wie spät es ist. Also wer kennt das schon? Irgendwie guckt man immer mal auf die Uhr. Und so, das fällt mir... Ich glaube auch, es wird Leute geben, die finden das befreiend und die finden das geil und denken so, oh, mega. Und es wird Leute geben, die werden damit ein Problem haben und sagen, ah, ich will und irgendwie war das scheiße. Ich weiß nicht, zu welchem ich zähle, weil das vorher kann man immer viel erzählen und große Töne spucken. Du wirst es erst wissen, wenn du wirklich in der Situation bist. Gerade auf und das sind vor allem soziale Dinge, Distanz auch so mit denen ich nie gerechnet hätte. Ja. Daran habe ich keinen Gedanken vor dieser Aktion verschwendet. Ich dachte wirklich, am schlimmsten wird es mit dem Essen. Ja. Aber warten wir mal ab. Das ist ja auch mein Gedanke. Aber die Praxis sieht vielleicht anders aus. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück die 3 Tage bis jetzt gehabt. Vielleicht wird es morgen umso schlimmer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich freue mich tatsächlich sehr über mein erstes Mal Fasten. So. Junge, Junge, das Feuer ist heute ganz schön heftig. Ich glaube, mein Topf brennt gleich ab. Oh, das kocht auch schon. Tag 4 Feuer. Oh, was jetzt?